Guten Abend, liebe Zuschauer. Recht herzlich willkommen zur Sendezeit von Flimmern und Rauschen. Mir geht's gut. Geht's Ihnen auch so gut? Na, ich bin voller Energie und Tatendrang. Und das liegt am schönen Wetter. Und das Allerschönste für das schöne Wetter haben wir nicht einen Cent bezahlt. Wenn ich da an die vielen Spanien-Urlauber denke, die in den Osterferien ein bisschen Sonne tanken wollten, na, die wären besser bei uns geblieben im Landkreis. Ganz nach dem Motto, ich wohne gern im Landkreis Osterholz, weil das Wetter so gut ist. Ja, und das Wetter ist wirklich schön, muss man wirklich sagen. Und ich muss erinnern, wir haben erst den April. Es könnte regnen, es könnte schneien, es könnte frieren, hageln. Boah, ich mag gar nicht dran denken. Und bedenken Sie, Ende April, Anfang Mai, da zogen unsere Vorfahren ins Moor zum Torfstechen. Wie das wohl war. Das können wir nachher Gerhard Böttcher fragen. Er musste in den 50ern noch Torf stechen. Und damit die Nachwelt das auch behält, da hat der Karl-Heinz Müller eins draufgesetzt, der hat gleich einen Film gemacht. Den hat er mitgebracht, den werden wir heute gucken. Ja, und warum der Bankkaufmann Karl-Heinz Müller in seiner Freizeit so gern zum Filmemacher wird, das erzählt er uns selber. Retentionsräume und Türme im Moor ist ein weiterer Beitrag. Keine Angst, das hört sich nur fremd an. Da geht es eigentlich um die Arbeiten im GR-Gebiet. Und zum Schluss dann ein Fahrradtipp, die Mühle in Meinborch. Das werden wir uns zum Schluss angucken. Und nun ist es Zeit. Wir wollen gemeinsam den Film gucken, Torfstechen im Teufelsmoor. Freundlich werden wir begrüßt im Teufelsmoor. Eine reizvolle Landschaft mit satanischem Namen. Diesen Namen werden wir Ihnen am Ende des Films erklären. Das Teufelsmoor ist ein Moorgebiet von rund 600 Quadratkilometer Größe. Es hat eine Dreiecksform und liegt zwischen der Osterholzer und der Tarmstädter Geest. Im Norden ist der Grenzverlauf zwischen den Ortschaften Gnarrenburg und Karlshöfen bis fast nach Bremervörde. Die Südgrenze reicht bis an die Wümme. In der Südwestecke des Teufelsmoorgebietes liegt das Dorf Teufelsmoor, das als Namensgeber für das Teufelsmoorgebiet genommen wurde. Es liegt im Urstromtal der Hamme und wurde vom Kloster Osterholz angelegt. Die ersten Aufzeichnungen reichen bis in das Jahr 1335 zurück. Das Dorf Teufelsmoor, das viele Jahre eine selbstständige Gemeinde war, wurde 1974 im Zuge der Gebietsreform nach Osterholz-Scharmbeck eingemeindet. In der Anfangszeit lebten die Bauern von der Viehwirtschaft und der Pferdezucht. Der Torfverkauf kam erst später hinzu. Die Moormächtigkeit, die gewachsene Torfschicht, ist im Teufelsmoor sehr unterschiedlich. Es gibt Stellen, an denen die Torfschicht nur 1,50 Meter stark ist, aber in den meisten Gebieten ist das Moor 5 bis 7 Meter tief.
Um zu zeigen, wie in früheren Jahren der Tor von Hand gestochen bzw. gegraben wurde, haben wir im Teufelsmoor das Grundstück von Gerd Böttcher aufgesucht. Wir befinden uns westlich von Bornreihe im Günnemoor. Auf dem Grundstück ist noch ein Teil einer alten Torfkuhle vorhanden. Hier können wir noch den praktischen, den tatsächlichen Ablauf des Torfgrabens aus alten Zeiten miterleben. Im Teufelsmoor ist das Moor unterschiedlich gewachsen. In den untersten Schichten ist der Torf schwarz und fest. Je weiter man nach oben kommt, desto heller und leichter wird er. Das Moor setzt sich aus drei Schichten zusammen: Weißtorf, brauner Torf und Schwarztorf. Und alle drei Torfarten haben ganz verschiedene Qualitätsmerkmale. Gerd Böttcher zeigt uns, wie man in früheren Jahren in mühevoller Kleinarbeit das Moor bearbeitet und mit dem gewonnenen Torf den Lebensunterhalt verdient hat. Bevor man mit dem Torfstechen anfangen kann, muss die obere, nicht brauchbare Bodenschicht, die sogenannte Bunkerde, abgeräumt werden. Die oberste Schicht Torf hier im Teufelsmoor ist bei uns der Weißtorf. Und der Weißtorf wird mit dem extra dafür hergestellten Spätgeschirr, mit der Spätschaufel und dem Weißtorfstecher gestochen. Beginnen tun wir so, dass wir den Torf zunächst auf Länge zustechen. Und danach werden die Torfsoden dann auf Breite gestochen. Der Torf soll in etwa 40 cm lang sein und 14 oder 15 cm breit und dick. Nachdem der Torf nun auf Länge und Breite zugestochen ist, wird er mit der Spätschaufel herausgehoben und hier im Deich abgelegt. Wenn der Torf angetrocknet ist, wird er zum weiteren Trocknen aufgestapelt oder fachmännisch ausgedrückt ausgewallt. Um den Torf ordentlich stapeln zu können, ist es notwendig, dass die Torfsoden gleichmäßig und sorgfältig gestochen werden. Der getrocknete Weißtorf wurde zerkleinert oder gemahlen und als Streutorf in den Viehställen verwendet. Mit ca. 8 Kubikmeter großen Loren wurde der Torf in große Torfwerkfabriken gebracht. Seit 1919 wird im Teufelsmoor der Torf maschinell gestochen und bearbeitet. Der Weißtorf wurde in Ballen zu Düngetorf gepresst und in den Weinbergen in den kalkhaltigen Boden eingearbeitet. Kurz nach dem Krieg wurden große Mengen Weißtorf nach Israel geliefert und dort dem Sandboden zugesetzt. Damit sollte das Wasser im Boden besser gebunden werden. In der heutigen Zeit wird mit großen Lastwagen Torf transportiert. Dieser Torf wird mittlerweile für die Zucht von Champignons verwendet. Torfschicht ist dann hier bei uns im Teufelsmoor der braune. Auch der braune Torf wird gespätet und auf Länge und Breite zugeschnitten. Herausgehoben wird er dann mit dem Spaten. Früher musste die gesamte Familie mit anpacken. Hier ist es Ehefrau Helga,
die ihrem Mann bei der Arbeit hilft. Dieser braune Torf ist der leichtere Brenntorf und wurde viel in Bäckereien zum Heizen des Backofens verwendet. Darum wurde der Torf aus dieser Moorschicht auch als Bäckertorf bezeichnet. Auch diese Torfsoden werden zum Trocknen in Reihen aufgesetzt, damit sie von allen Seiten trocknen können. Je tiefer wir dann kommen, kommen wir zum Schwarztorf. Und der Schwarztorf unterteilt sich auch noch wieder in drei verschiedene Schichten. Da ist zunächst der Klipp und dann kommt der Two. Das sind in etwa 4 Spaten Tiefe. Wir gebrauchen den Ausdruck Spit dafür. Und darunter sind dann noch wieder 2 Schichten blauer oder ganz schwarzer Torf. Und der unterste Torf, der hat in etwa die Qualität der Braunkohle. Zwischen Klipp und Two stößt man oft auch auf große Baumwurzeln, auch Stubben genannt. Aufgrund der Stubbengröße müssen die Bäume wohl mehr als 100 Jahre alt gewesen sein. Daraus ist zu schließen, dass bereits vor 4500 bis 5000 Jahren in der Hammeniederung eine längere Vegetationsperiode existierte. Zum Trocknen werden die sogenannten Bülten mit dem Torfwagen verteilt. Auf großen Trockenflächen werden sie auseinandergesetzt. Wenn die oberste Torfkante angetrocknet ist, wird der Torf gewendet. Einige Wochen später, wenn das Wetter einigermaßen warm und trocken ist, wird der Torf zu einem Ringel aufgestapelt und danach zu einem rechteckigen Haufen aufgepackt. Untersuchungen haben ergeben, dass der Torf aus den letzten beiden untersten Schichten die gleiche Heizkraft hat wie Briketts. Vorausgesetzt, er ist gut ausgetrocknet. So, das waren nun einige Informationen über das Torfgraben und Torfstechen bei uns im Teufelsmoor. Und erwähnt haben wir auch und gezeigt, wie der Schwarztorf, der Brenntorf und der Streutorf gewonnen werden. Aber für jeden, der zu uns hier nach Teufelsmoor kommt, ist es ja interessant zu erfahren, wie der Bereich Teufelsmoor zu diesem Namen gekommen ist. Tatsächlich
hat der Name Teufelsmoor nichts mit alten Spukgeschichten oder mit dem Satan zu tun. Ursprünglich war hier in unserer Region ein doofes, totes Moorgebiet und das wurde dann das Duffelsmoor genannt. Und bei der Übersetzung vom Plattdeutschen, vom Duffelsmoor ins Hochdeutsche, ist dann Teufelsmoor daraus geworden. Der Duffel, die Dübel, hat sich dann in Teufelsmoor umgewandelt. So ist der Name für unsere Region hier entstanden. Ja, wir haben auch Studiogäste. Gleich neben mir sitzt Herr Karl-Heinz Müller, Bankkaufmann und Filmemacher. Guten Abend. Guten Abend. Und ganz rechts von mir sitzt Gerhard Böttcher, Torfstecher. Beim Landkreis haben Sie mal gearbeitet und Sie waren auch Bürgermeister vom Teufelsmoor. Ist doch richtig, oder? Ja, genau. Herr Müller, zu Beginn würde ich gern einmal wissen, wie kommt es, dass ein Bankkaufmann in seiner Freizeit so gern Filme macht? Ja, das liegt sicherlich daran, dass ich als Bankkaufmann beruflich viel mit Zahlen zu tun hatte. Und das war zwar ganz interessant, zumindest früher, aber ich habe mich seit 1991 selbstständig gemacht und hatte dann das Glück, alte Freunde zu kennen. Und einer davon hatte eine Filmproduktionsfirma. Und der suchte einen kaufmännischen Berater und das bin dann ich halt geworden. Und nebenbei habe ich mich natürlich dafür interessiert, was er eigentlich machte, nämlich Filme drehen. Und das hat mir sehr zugesagt und da ich immer zugänglich war für neue Projekte, habe ich gedacht, das kannst du eigentlich auch mal machen. Und, aber so sieht der Film nicht aus, das kannst du auch mal machen. Naja, das ist ja auch ein langer Weg. Also kennengelernt habe ich die Branche 1994. Und habe damals dann auch mir ein bisschen was zeigen lassen, wie man mit der Kamera umgeht und wie man dann letztlich auch Filme macht und schneidet und dass man im Grunde genommen vorher zunächst mal ein Drehbuch schreiben muss, um dann genau zu wissen, welche Bilder man dazu dreht. Und habe dann professionelle Hilfe gehabt und mit der Zeit hat man das dann auch selbst gemacht. Und ja, es hat vor allen Dingen Spaß gemacht, es war interessant. Man lernte viele neue Leute kennen, speziell im Landkreis Osterholz, wo ich ja auch meine Filme gedreht habe. Ja, und das macht mir heute noch Spaß. Sie sagen Filme gedreht. Was gibt es noch von Ihnen? Ich bin mal angefangen mit einem Film über Worpswede, Worpswede und das Teufelsmoor. Hatte dann einen Auftrag vom Verkehrsverein Gnarrenburg. Habe also einen Film über Gnarrenburg gedreht. Hatte dann auch mal einen Auftrag von einem großen ansässigen Möbelhaus. Ich glaube, das kann man hier ruhig nennen. Das Möbelhaus Meyerhoff. Und anschließend kam das OHZ-Video, ein Film über Osterholz-Scharmbeck und den Landkreis Osterholz. Das Video habe ich gedreht, ein Film über die Bullenaktion in Osterholz-Scharmbeck. Und ja, dann kam eigentlich anschließend nach ein bisschen Pause und anderen Aufgaben, die man so ja auch noch hat, kam dann der Film über das Torfstecken im Teufelsmoor. Ja, und wer den Film gerne wiedersehen möchte, der kann sich den kaufen. Ich glaube, im Stadtmarketingbüro bekommt man da diesen Film. Ja. Den gibt es dort nach wie vor und haben sich bereit erklärt, den Film auch für uns zu verkaufen. Und wie kam es zum Thema Torfstechen? Ja, da muss ich eigentlich mich umdrehen zu Gerd Böttcher. Denn es war die Idee von Gerd Böttcher, solch einen Film mal zu drehen. Er hatte mich angesprochen. Wir kennen uns schon einige Jahre aus einem anderen gemeinsamen Projekt, wo ich Gerd Böttcher mal gut gebrauchen konnte, weil er mir einen Text ins Plattdeutsche übersetzen sollte. Und das hat hervorragend geklappt. Und ich kenne Herrn Böttcher unter anderem auch als bekannten Fußballsprecher aus Bornreihe. Und ja, und die Idee selbst kam von Gerd Böttcher und dann haben wir es umgesetzt. Gesucht und gefunden. Genau.
Herr Böttcher, Torfstechen, machen Sie das nur noch so für Filmzwecke oder verbrennen Sie auch noch Torf zu Hause? Nein, wir brennen selbst keinen Torf mehr. Die Zeiten sind vorbei. Aber na, das Torfstechen war ja viele Jahre bei uns im Moor sehr wichtig. Die Leute brauchten ja den Streutorf und brauchten auch den Brenntorf. Und wichtig war es ja auch, Torf zu verkaufen an Städter, damit etwas Geld in die Kasse kam. So, wann haben Sie denn noch Torf verkauft? Ne, verkauft habe ich in den 60er Jahren noch allerhand Torf. Teilweise sogar für 1000 Mark im Jahr. Also das hat mir damals gut geholfen. Unser Verdienst war ja nicht so sehr hoch. Und ich hatte die Hofstelle in Teufelsmoor übernommen, musste Abfindungen zahlen. Und da kam mir das schon ganz gut zu Pass, dass ich Torf verkaufen konnte. Und es war schon ganz gut damals. Aber Torfstechen, man hat es ja auch im Film gesehen, ist keine leichte Arbeit. Man muss sich da ganz schön anstrengen, weil ja die Torfsoden nicht so locker sitzen, wie es aussieht, wenn man sie rausschmeißt. Genau. Ne? Man muss sie immer erst losstechen und, ja. Na, und wenn sie dann feucht und nass sind, ist der Torf ja auch noch sehr schwer. Auch die Arbeit für die Frauen, ne, die den Torf auf den Wagen geladen haben, ne, mussten sich ganz schön anstrengen. Die Arbeit war schwer. Und Sie sagten gerade, Sie haben das zusätzlich gemacht. Was arbeiteten Sie denn damals? Ich bin 1938 geboren und bin 1953 als 14-Jähriger auf dem Torfwerk in Teufelsmoor als Betriebsschlosser angefangen, habe dort meine dreijährige Lehre gemacht und habe dann auch noch 13 Jahre auf dem Torfwerk als Betriebsschlosser gearbeitet. Was verdiente man damals? Darf man das fragen oder ist das unverschämt? Als Lehrling bekam ich 7 Mark in der Woche. So viel? Ja. Und als ich ausgelernt hatte, war ich 17 Jahre alt und da hatte ich einen Stundenlohn von 1 Mark 48. Und da haben wir 72 Stunden in der Woche gearbeitet und ich hatte keine 100 Mark in der Lohntüte. Aber das Geld war für einen jungen Menschen ja damals schon ein ganz schöner Betrag und war nicht schlecht. Mhm. Aber die Tage sind ja sehr lang, wenn man dann 12 Stunden arbeitet. Und ich musste damals auf dem Torfwerk dann eine Maschine bedienen. Das war für mich nicht so sehr schwer. Die Probleme kamen immer dann, wenn die Maschinen mal kaputt waren. Und wir mussten dann im Dreck und im Wasser und so die Maschinen reparieren. Mhm. Aber Gott sei Dank kam das nicht so sehr oft vor. Und ich muss noch mal nachfragen, ich verstehe das richtig. Erst haben Sie 12 Stunden im Torfwerk, arbeiteten Sie 12 Stunden und dann noch mal im Torfstich? Ja. Nee, erst machten wir das ja maschinell auf dem Torfwerk und dann zu Hause ging es dann in Handarbeit. Wurde eben gegessen und dann musste die Familie ja mit. In den ersten Jahren mussten sogar die Kinder im Kinderwagen mit zur Torfkuhle und durften uns dann zusehen. So sehr interessant war es wohl nicht für die Kinder. Das glaube ich. Aber da kommt doch schnell ein 16-Stunden-Tag zugange, oder? Das war ja nichts Neues. Ne? Da lebten wir ja damals mit. Wir hatten ja auch noch eine kleine Landwirtschaft. Es musste ja noch gemolken werden und all das musste ja auch noch mit fertig gemacht werden. Hm. War Ihnen das jemals zu viel? Ach, wenn man jung ist, dann hat man diese Probleme ja nicht. Ne? Hm. Und in den jungen Jahren hatten wir ja auch noch unser Hobby. Ich habe gerne Fußball gespielt und wenn ich dann sonntags zum Fußball konnte, das hat dann vieles wieder gut gemacht. Ne? Also ich muss jetzt gerade an was denken, was ich heute erlebt habe, wenn ich Ihren Stundentag höre von damals. Und ich habe heute einen Praktikanten neu in der Museumsanlage gehabt und der hat dann dem Maler zuerst erzählt, dass er, also Maler will er nicht werden, der möchte nicht schwer arbeiten. Und heute arbeitet man als Maler ja nur 8,5 Stunden. Und wenn ich dann 16 Stunden höre, da kommt doch immens was beisammen. Und vor allen Dingen auch körperlich, aber da zählt nur das Vorwärtskommen, ne? In den Jahren ja. Ne, es gab ja nichts anderes. Das machten ja alle so. Hm. Ne, mein Fall war ja kein Ausnahmefall. Ne? Würden Sie sagen, es gibt ja diesen Spruch im Moor, dem ersten sind Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot. Würden Sie sagen, Sie sind die dritte Generation? Ja, wir haben schon das Brot
gehabt. Ne? Also wir waren schon in der dritten Generation. Unsere Vorfahren hatten es weitaus schwieriger. Wir haben das ja nun im Film auch nicht gezeigt und wir hatten vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen, dass in dem Film ja nicht das Backtorfmachen angesprochen wird. Und das für die Zuschauer noch mal vielleicht den Unterschied Bäckertorf und Backtorf? Ne, der Backtorf wird aus den unteren, aus den Schwarztorfschichten hergestellt und wird dann geknetet. Also die Torfmacher damals haben den Torf mit den Füßen geknetet, zusammengetreten. Dann musste auch erst unten die Bodenschicht musste total sauber sein. Bei meiner Torfkuhle jetzt, da ist ja schon viel Graswuchs und das ging nicht. Auf diesen Flächen kann man keinen Backtorf machen. Da muss unten die Fläche planiert sein, richtig eben sein und auch sauber sein. Und dann wurde der Torf dort so 10 cm dick aufgebracht und wurde getreten oder geknetet, damit der richtig zusammenhält. Mhm. Wenn er dann ein kleines bisschen angetrocknet ist, wurde er zu Formstücken geschnitten. Ne? Und wenn er dann noch weiter trocken war, wurde er ja aufgeringelt. Aber das Backtorfmachen, das ging in den früheren Jahren nur, weil so viele Leute zur Familie gehörten. Und als dann nach dem Krieg viele Leute ihren Arbeitsplatz hatten und nicht mehr zum Torfmachen kommen konnten, ist das Backtorfmachen eingestellt worden. Da wurde nur noch also Weißtorf gespätet und der braune Torf, den wir als Bäckertorf bezeichnen. Das ist die leichtere Torfschicht und der wurde von den Bäckern gerne genommen. Den konnten sie im Backofen gut aufstapeln und der hatte nicht so unwahrscheinlich viel Heizkraft. Das passte dann besser fürs Backen. Dass die Arbeit schwer war, ich habe mal versuchsweise Torf eingeweicht. Und so ein Stück Weißtorf, das hat die Größe wie von einem Kastenbrot in etwa. 40 Zentimeter lang und 14 mal 14. Genau. Und das fasst ungefähr 5 Liter Wasser. So saugt sich das dermaßen voll, damit man mal eine Vorstellung davon bekommt, wie schwer die Arbeit auch ist. Ne? Sie haben Torf verkauft. Wie haben Sie den transportiert und wo haben Sie den oder wo verkauften Sie den? Wenn ich direkt angesprochen werde, ich habe das früher wohl noch mitgemacht, wie unsere Nachbarn den Torf per Schiff nach Ostholz-Scharmbeck und auch nach Bremen geschippert haben. Aber wir selbst, meine Eltern hatten schon Pferde und wir konnten dann mit dem Pferdefuhrwerk den Torf ausliefern. Als ich nachher den Torf verkauft habe, da gab es schon Lastwagen. Und da fuhr der Lastwagen an den Weg ran, an unsere Hofzufahrt. Und dort konnten wir dann den Torf verladen und dann wurde der mit Lastwagen zu den Kunden gebracht. Hm. Ihre Mutter hatte das noch schwerer mit dem Torfstich, oder? Ja, die hat ja als Kind noch wirklich morgens vor der Schulzeit schon Backtorf treten müssen. Die Kinder mussten dann ja alle mit ran und ich habe es ja vorhin schon erläutert, es war ja eine sehr arbeitsaufwendige Angelegenheit, das Backtorf machen. Aber für den Backtorf war auch die Nachfrage die größte und da konnten die Torfbauern am besten Geld mit verdienen. Ja, und in den Geschichtsbüchern ist auch zu lesen, dass viele Familien überhaupt gar keine Holzschuhe hatten, um den Torf richtig zu zertreten. Nicht? Und die mussten das dann barfuß machen und hatten oft blutige Füße. Ne, das ist mir auch erzählt worden, dass oftmals Kinder ja dann schon barfuß in den Torf treten müssen. Ob es aber auch daran gelegen hat, dass die keine Holzschuhe hatten, das weiß ich nicht. Erzählt worden ist auch, dass man mit den nackten Füßen den Torf besser kneten konnte. Ne? Was nun genau aktuell war. Müsste man mal ausprobieren, ja. Eventuell. Ja, ich will es nicht mehr machen. Herr Müller, wie hört sich das denn für Sie an als Bankkaufmann? Also ich bin natürlich auch groß beeindruckt. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe in der Volksschule auch mal mich mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise wir hatten einen Lehrer, der uns das Thema versucht hat, etwas nahe zu bringen. Ich komme selbst hier aus Bremen, habe also gar nicht mal die direkte Verbindung zum Teufelsmoor gehabt, nur über die Schule und bin dann 1994 nach Ostholz-Scharmbeck verzogen. Und habe mich dann im Grunde genommen richtig wohl gefühlt in einer Gegend, die ich mal in der Schule kennengelernt habe.
Und wenn ich jetzt diese alten Geschichten höre von Gerd Böttcher, dann bin ich natürlich genauso begeistert. Denn das ist interessant, so etwas mal zu hören, wie das früher wirklich gewesen ist. Ich bin auch immer begeistert, aber ich bin dankbar, dass ich in einer anderen Generation aufgewachsen bin. Obwohl, ich kenne das noch, eine Tante, da wurde im Karlshöfener Moor Torf gestochen und die kannte das nur so und da wurde nur mit Torf geheizt und die wollte auch kein Holz und da mussten die jungen Leute dann auch ins Moor und wir Kinder mussten dann den Torf umdrehen, aber für uns war das mehr Spielen, sag ich mal, ja. Sonst kenne ich das eigentlich vom Land so nicht, muss ich sagen. Obwohl die Verhältnisse waren auch nicht so toll auf dem Land. Wie war denn die Lebensweise bei Ihnen? Das ist ja auch noch mal interessant. Ich bin 59 geboren. Das erste Badezimmer habe ich mit 11,5 gesehen. Nicht? Das gab es bei uns gar nicht. Wir hatten eine Zinkwanne und einen schönen Donnerbalken. Wie war das bei Ihnen? Ja, wir haben 1966 erstmals an unser Haus angebaut und umgebaut. Und da haben wir auch ein Badezimmer bekommen. Ne, vorher hatten wir auch die Wanne. Und dann mussten wir auch noch vorsichtig sein mit dem Wasser. Manchmal brauchten auch zwei Mann das gleiche Wasser. Ne? Ja. Wie ist das denn für Sie, Herr Böttcher, wenn Sie das sehen? Erst wurde das Moor urbar gemacht, damit man Land hat, damit man die eigenen Leute im Land versorgen kann. Dann hat man gesehen, das Land ist trockengelegt. So viele Vorteile hat es auch nicht. Jetzt wird es wieder renaturiert. Sie haben ja nun alles live mitbekommen. An dieser Sache ist viel Gutes dran, aber auch für einige ja Negatives. Ne, aber das gibt's wohl nicht, dass Sachen gemacht werden, die für alle gut sind. Ja, es hat, alles hat zwei Seiten, nicht? Vielleicht sollten wir mal zusammen den nächsten Beitrag sehen, damit die Zuschauer wissen, worüber wir reden. Und der nächste Beitrag, das ist der Film Retentionsräume und Türme im Moor. Mein Name ist Hermann Meyer. Ich bin Verbandsdirektor des GLV Teufelsmoor, Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor. Das war der frühere Wasser- und Bodenverband Teufelsmoor. Seit dem 1. Januar 2008 heißen wir Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor. Unser Verband hat den Sitz in Wobbswede mit dem Verbandsbüro und dem Bauhof. Der Verband hat eine Größe von 63.000 Hektar. Wenn man das beschreiben wollte, müsste man sagen, das Einzugsgebiet von Hamme und Würpe, das ist das Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes GLV Teufelsmoor. Die Ausdehnung geht also quer durch die Stadt Ustal-Scharmbeck bis zur Tarmstedt, Bredda, Vergeest, Selsing, Rade. Das ist alles das Verbandsgebiet des GLV Teufelsmoor. Unsere Hauptaufgabe ist die Unterhaltung Gewässer zweiter Ordnung. Die Hamme zählt nicht dazu, das ist ein Gewässer dritter Ordnung. Die liegt im Unterhaltungsaufwand beim Land Niedersachsen. Wir unterhalten also die Gewässer in unserem Verbandsgebiet. Das sind insgesamt 63.000 Kilometer. Die Aufgabe, die sich neuerdings für uns gestellt hat, ist die Trägerschaft der Baumaßnahmen im GR-Gebiet. Wir befinden uns hier am Rande der Postwiesen, der Pennigbüttler Postwiesen und mitten im sogenannten GR-Gebiet. GR, die beiden großen Buchstaben stehen für gesamtstaatlich repräsentatives Naturschutzgroßprojekt. Das heißt, es ist kein normales Naturschutzgebiet, wie wir es kennen, die klassischen Ausweisungsverfahren, sondern GR, gesamtstaatlich repräsentativ. Der gesamte Staat hat ein Interesse, diese wertvolle Wiesenlandschaft unter Schutz zu stellen. Das ganze Projekt hat eine Laufzeit von 14 Jahren. Und wird im nächsten Jahr zu seiner Vollendung kommen, dann wird es die Funktion eines großen Naturschutzgebietes von 2700 Hektar haben. Die Ausdehnung dieses GR-Gebietes geht dann von der Ritterhuder Schleuse über einen Uferrandstreifen der Hamme mit großer Ausdehnung hier in den Postwiesen, Osterholzer Hammewiesen, bis rauf nach Wobbswede zu den Pferdeweiden. Das wird das große Naturschutzgebiet sein. In diesem Naturschutzgebiet hat es in den letzten Jahren allerhand Aktivitäten, was Baumaßnahmen angeht, gegeben. Es werden drei große Retentionsräume geschaffen.
die dafür dienen, einmal im Hochwasserfall Rückhaltefunktion für die Hamme zu haben, damit die Überflutungen außerhalb des Gebietes in Grenzen gehalten werden. Und zum Zweiten für die Natur Feuchtwiesen zu schaffen für die Rast- und Wartvögel im Frühjahr und im Herbst, damit sie hier, wir sagen immer, nasse Füße bekommen, denn das ist das, was diese Vögel lieben. Das Ganze nennt sich Kooperationskonzept Naturschutz-Wasserwirtschaft und wird von der Naturschutz und der Wasserwirtschaft gleichermaßen getragen. Es sind hier große Baumaßnahmen gemacht worden mit Ein- und Auslaufbauwerken, dass wir die Wiesen eben aufstauen können und das Wasser zurückhalten können oder eben durch Niederschläge diese Weiden überfluten können. Gleichermaßen ist hier für 4,3 Millionen Euro im letzten Jahr, und das wird sich auch noch in den nächsten zwei Jahren fortsetzen, ein großes Wegekonzept gemacht worden für Landwirtschaft und Tourismus. Es wird also sehr viel an neuen Wegen geben, aber auch alte Wege. Wir stehen hier an einem ganz alten Weg in den Bennigbüttler Postwiesen. Der wird zugemacht. Es wird auch einige Wege geben, die eben nur für den Tourismus und die Landwirtschaft da sind. Aber im Kerngebiet des GR-Gebietes wird es Wege geben, die nicht mehr zu nutzen sind, um Ruhe in dieses Gebiet für die Tiere zu bekommen. Hauptsächlich für die hier durchziehenden und lebenden und brütenden Vögel. Wir stehen hier an einem der drei neu zu schaffenden Aussichtstürme, die auch im Rahmen des GR-Gebietes vom Landkreis, der Landkreis wird Träger des großen Gebietes sein, erstellt werden. Dieser Turm ist jetzt gerade fertiggestellt, das ist der erste von dreien. Der ist mit einem Kostenvolumen von 104.000 Euro hier erstellt worden. Die hohen Kosten stellen sich dadurch dar, dass wir hier, wo wir uns jetzt befinden, zum Teil 7 bis 8 Meter Moor haben. Und dieser gewaltige Turm muss natürlich gegründet sein, damit er auch stabil steht und die Besucher die Möglichkeit haben, dort sicher ins GR-Gebiet zu gucken. Das ist eben eine Maßnahme, die hier auch mit Sinn gemacht wurde, um die Unruhe aus dem Gebiet herauszuhalten, aber die Natur nicht völlig vom Menschen abzuschotten, sondern die Möglichkeit zu bieten, über diese Aussichtstürme das Miterleben von Weiden in diesem Raum zu gestatten. Es wird noch zwei weitere Türme geben. Der eine wird in Lintel erstellt werden und ein dritter wird im Bereich Nordhelgoland gebaut werden, auch in diesem Jahr noch mit Fertigstellung zu rechnen. Neben diesen Kosten, die hier entstanden sind, wird es noch andere Tätigkeiten geben, die auch im Zuge des GR-Gebietes dort Ausführung finden. Ich spreche mal an das sogenannte schmale Wasser. Das ist an der Pionierbrücke am Oberlauf der Hamme. Dort wird ein alter Haltarm der Hamme, der in der Örtlichkeit kaum noch festzustellen ist, aber über Luftbilder hat man festgestellt, das war mal ein Altarm. Und der wird mit einem großen Kostenaufwand auch wiederhergestellt. Des Weiteren werden in diesem Gebiet auch noch weitere Senken und Blenken, wie es heißt, hergestellt, um eben den Tieren hier die Möglichkeit zu geben, so zu leben, wie es ursprünglich in der Hammeniederung im Teufelsmoor mal war. Ja, nachdem wir eben im breiten Wasser waren, Richtung Nordhelgoland und den Standort des zweiten Turmes gesehen haben, befinden wir uns jetzt hier in den Lindlerweiden, direkt an der Hamme, an der Lindlerbrücke. Und an dieser Stelle wird dann der dritte Aussichtsturm kommen, um hier auch der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, eben in das neue Naturschutz-Großprojekt des GR-Gebiet zu gucken. Dieser Standort wird sich sehr gut eingliedern, weil man von hier aus Richtung Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck, Osterholzer Geest und die gesamte Hammeniederung von hier aus im Oberlauf beobachten kann. Es wird sicherlich ein sehr, sehr interessanter Aussichtspunkt werden hier.
Wir befinden uns hier jetzt an der Lindlerbrücke, eine der Hambrücken. Diese Brücke wird im Zuge des Wegekonzeptes völlig aufgelöst. Die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Eine weitere Brücke flussaufwärts nach Ritterhude ist die Scharmbeck-Schnodler-Brücke. Diese wird im nächsten Jahr oder in diesem Jahr noch erneuert. Die alte Brücke kommt weg und wird dann für landwirtschaftlichen Verkehr auf 30 Tonnen ertüchtigt. Ebenso wie im letzten Jahr, in 2008, die Pionierbrücke neu gebaut wurde. Auch diese hat eine Ertüchtigung auf 30 Tonnen bekommen und ist jetzt für den modernen landwirtschaftlichen Verkehr nutzbar. Im Hintergrund von mir sieht man die Erdarbeiten, die zurzeit laufen für den dritten Retentionsraum, den sogenannten Retentionsraum Sodgrüppen. Auch dieser wird nachher als Überflutungsraum dienen, einmal für den Hochwasserschutz als Rückhaltebecken und zum anderen eben, wie vorhin schon erwähnt, für die Natur als Vernässungsfläche für die Wartvögel und die Zugvögel, die dort hier dann im Wasser rasten sollen. Rechts von mir ist der neu angelegte Scharmbecker Bach. Der Scharmbecker Bach hatte seinen Ursprung darin, dass er in einen Altarm der Hamme mündete und das gab immer Probleme. Diesen Scharmbecker Bach hat man jetzt so umgelegt, dass er direkt in die Hamme fließen kann, verbunden mit einem neu gestalteten Biotop. Eine wunderschöne Naturanlage ist hier entstanden. Die Altarme der Hamme hinter mir ist der an der Lindler Brücke. Oberhalb der Hamme befinden sich noch zwei Altarme in den Bereich Ritterhude hinein. Diese Altarme sind im letzten Jahr entschlammt worden und am Auslauf der Altarme sind sogenannte Barrieren aufgebaut worden, sodass, wenn der Verband die Schleuse betätigt, um den Hammewasserstand zu halten, nicht mehr die Altarme leerlaufen und Froschlaich und kleine Fische dort im Schlamm sich quälen müssen, sondern es wird jetzt immer ein gewisser Wasserstand in den Altarmen der Hamme vorhanden sein. Auch das ist eine naturgestaltende Maßnahme im Zuge des Naturschutzgroßprojektes. Ja, das ist sicherlich ein tolles Projekt. Das wollen wir jetzt mal aus Sicht der Touristen. Es gibt bestimmt auch Kritisches, aber das ist nicht unser Thema, sondern einfach aus Sicht des Touristen mal beleuchten. Wie ist das für Sie? Ja, wie ich bereits sagte, komme ich aus der Großstadt und habe eigentlich Land und Leute hier kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und für mich ist etwas Besonderes, abends nach Feierabend mit Fahrrad rauszufahren ins Teufelsmoor. Oder auch dort zu Fuß zu gehen. Und wenn ich mir jetzt überlege, es gibt zusätzliche Wege, die ich nutzen kann. Zum Beispiel? Naja, ich konnte bisher auch Richtung Melchers gehen, das war in Ordnung. Aber wenn ich sonst die lange Kreisstraße ansehe, die ich über Tietjenhütte fahren musste, um dann Richtung Wümme zu kommen, habe ich jetzt vielleicht die Chance, quer durchs Moorgebiet zu fahren. Und das ist sicherlich reizvoll, dort mal Tiere zu beobachten, Vögel, man sieht da ja auch häufiger Rehe. Also das ist schon was Besonderes und ich freue mich drauf. Und in der Beziehung, finde ich, ist es sicherlich ein gelungenes Projekt. Wie sehen Sie das, Herr Böttcher? Ja, nun, die Natur hatten wir ja in unserer Region schon immer. Und wir sind ja nun dabei, haben auch das Dorferneuerungsprogramm Teufelsmoor ja laufen. Und in dem Zusammenhang, es ist ja nun auch aktuell mit dem sanften Tourismus. Und wenn wir dieses Projekt mitverfolgen wollen, dann müssen wir dies als vorteilhaft sehen. Die Landwirte selbst, die ja auch in dieser Region ihre Ländereien haben, sehen das nicht so. Vorteilhaft, so muss ich mich wohl ausdrücken. Mhm. Und die hätten es gerne gehabt, dass auch für die Nachteile, die Sie jetzt erfahren, eine größere Entschädigung für Sie auch gezahlt würde. Aber ob das nicht geht oder dazu kann ich so auch nichts sagen. Ne? Welche Nachteile haben denn zum Beispiel die Landwirte dadurch? Das ist mir nicht so bekannt. Vor Jahren durften die Landwirte bei uns ja noch alle Tiefställe mit Gülle bauen. Und in diesen Bereichen darf ja nun keine Gülle mehr ausgebracht werden. Das ist ja eine Beschneidung ihrer Aktivitäten. Und sie müssen jetzt viel weiterfahren, um ihre Gülle auf die Ländereien zu bringen. Und sie müssen auch an anderen Stellen
Ländereien anpachten, wo sie dann so wirtschaften können, weil ja hier die Nutzung beschnitten ist in diesen Bereichen. Und wenn wir das aber richtig anpacken mit dem sanften Tourismus, das kann ja auch eine Bereicherung sein. Ich denke da an die Hotels, Fahrradfahrer, die hier runterkommen, das Land erkunden wollen. Wir haben die tolle Kranichstation wieder im Teufelsmoor. Die war ja nicht ansässig, auch erst ein paar Jahre. Und dann, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist auch eine Bereicherung. Wissen Sie eigentlich oder jemand von Ihnen, wann diese Wege asphaltiert werden? Ich kann weder Nordic Walking da machen, spazieren gehen ist schon schwierig. Und Fahrradfahren ist eine Tortur, weil da so ein großer Split oder was sagt man eigentlich dazu? Für mich sind es fast faustdicke Steine rumliegen. Übertrieben jetzt ein bisschen, aber pflaumengroß sind sie schon. Kann ich Ihnen also nur recht geben. Ich empfinde das ähnlich. Was gemacht wird, weiß ich nicht. Ich würde es mir sicherlich wünschen als Radfahrer, wenn diese Wege asphaltiert werden würden. Aber ich weiß nicht, ob es gemacht wird, ob man das machen kann und machen darf. Hat vielleicht ja auch ein Stück mit Natur zu tun. Aber sicherlich ist es angenehmer, auf einer glatten Fläche zu fahren oder auch zu walken. Das kann ich also auch nur bestätigen. Ja. Wissen Sie da was, Herr Böttcher? Da bin ich nicht mehr informiert. Ich bin ja nicht aktuell mehr dabei und habe in der letzten Zeit auch keine Einzelheiten gehört. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie das so historisch sehen, nochmal um auf den Torfstich zurückzukommen, wenn Sie sehen, im Augustendorf wird im Museum noch Torf gestochen. Jetzt muss man das schon im Museum machen, um überhaupt noch zeigen zu können. Ja, nehmen wir es mal so. Wer kann denn heute noch Torf stechen? Wie viele Menschen gibt es denn noch, die das noch gelernt haben? Wenn wir die jüngeren Menschen nehmen, auch bei uns in Teufelsmoor, die haben es ja gar nicht mehr gesehen, wie Torf gegraben und gestochen wird, weil es einfach nicht mehr aktuell ist. Finden Sie, dass da Werte verloren gehen, weil alles so schnelllebig ist? Sicherlich geht da viel Wert mit verloren, aber das ist nicht nur beim Torfgraben, das ist ja so in unserem ganzen Lebensumfeld. Und für die Städter nochmal, gibt es überhaupt noch richtig Moor im Teufelsmoor? Ja, es gibt noch Flächen, wo noch tatsächlich viel Moor vorhanden ist. Woran erkenne ich das, wenn ich da spazieren gehe? Ne, das ist, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, ne, weil ja. Ich habe es geahnt. Weil ja durch die Trockenlegung der Moorflächen vieles Grünland ist. Und diese Grünlandflächen sind ja dann oftmals auf 5-6 Meter Moor angelegt worden, ne, und angesät worden. Und da ist dann einfach Moor. Einige Landwirte haben ja auch schon beantragt, ihre Grünlandflächen abtorfen zu lassen. Und der Landkreis ist ja noch am Überlegen, ob er das genehmigen kann oder ob da Hinderungsgründe vorliegen. Also die Entscheidung ist da noch nicht gefallen. Und von daher gibt es noch viele Moorflächen, aber sie sind so einfach nicht mehr zu erkennen. Genau. Vielleicht ist das ja auch gerade das Interessanteste, dass man einfach danach suchen sollte. Und genau. Einfach mal losfahren, einfach mal loslaufen und mal schauen, was man findet. Das ist das Reizvolle. Ja, das glaube ich auch. Sagen Sie, in den 50ern, Sie stachen noch Torf und Sie sagten, Landwirtschaft musste noch betrieben werden. Bauten Sie auch Roggen und Weizen an damals schon? Ja, Weizen nicht. Weizen ist im Moor nicht angebaut worden. Aber Hafer, Roggen, Kartoffeln, Rüben, all diese Pflanzen hatten wir. Dafür hatten wir Ackerlandflächen. Warum Weizen nicht? Mein Mann im Ohr hat gerade was erzählt. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja, Weizen, also das lohnt sich wohl nicht. Also da muss die Bodenbeschaffenheit wohl besser sein. Ne? Die Bodenpunkte im Moor sind ja nicht so sehr hoch als auf Sand- und Geestböden. Ne? Und dort wird mehr Weizen angebaut. Mhm. Jetzt, wo es die Gülle gibt, baut man ja im Moor sogar auch Mais an. Das wäre früher auch nicht möglich gewesen. Und Roggen und Hafer für den Eigenverzehr, oder? In der Hauptsache ja. Hafer auch für die Tiere? Hafer für die Tiere und Roggen wurde in den früheren Jahren ja auch noch zum Backen genommen. Ja.
Für Schwarzbrot? Für Schwarzbrot, ja. Ja, und das wog man ja immer, weil es einfach feuchter war, das Brot. Das hielt auch länger, nicht? Wo wurde denn das Getreide gemahlen bei Ihnen? Ne, in Teufelsmoor gab es circa mitten im Ort eine größere Mühle. Und zu dem Müller sind wir dann gefahren mit unserem Korn und haben das mahlen lassen. In den späteren Jahren hatten die Bauern selbst ja alle fast ihre Mühle, weil sie dann nicht mehr fahren wollten. Und, aber das Zeit, ist nun alles überholt. Seit circa 15 Jahren gibt es bei uns ja nur noch Grünland und Mais. Hm. Keine Kartoffeln, kein Roggen, kein Hafer. Und wenn man früher das Getreide zum Müller brachte, was musste man zahlen? Wie sah das, wissen Sie das noch? Nee, ich bin wohl dabei gewesen, aber was das gekostet hat, kann ich so nicht mehr sagen. Da. Ja, ganz früher war es ja so, dass man Roggen dafür da lassen musste, nee. Nicht? Mit Ware das, bezahlte. Das hat es wohl gegeben, vor allen Dingen haben einige Leute dann wohl ihren Roggen da gelassen, weil sie kein bares Geld hatten. Und fast jeder Ort hatte eine Mühle. Ne? Wir hatten in Hüttenbusch, glaube ich, auch eine. Ich selber komme aus Heudorf. Ja, und für die Fahrradfahrer, da wollen wir doch jetzt den Film Die Mainburger Mühle zeigen. Und ich war schon mit dem Fahrrad da. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das eine wunderschöne Wassermühle. Aber sehen Sie selbst, das Wetter ist gut für eine Fahrradtour. Und die Mühle ebenfalls. Wer sich von Bremen Nord oder der A27 aus Richtung Bremen kommend über Schwannewede dem alten Geestdorf Mainburg nähert, mag überrascht sein, in welch beschaulicher Geschlossenheit sich der Ortskern auch heute noch darstellt. Zugegeben, Mainburg ist eigentlich nur noch der Abglanz des alten Bauerndorfes, das sich bis in die Mitte unseres Jahrhunderts nahezu unberührt erhalten hatte. Die Betriebe waren klein, Äcker und Wiesen weit verstreut, Modernisierung kaum möglich. So bot sich damals in unzeitgemäßem Gewande ein Dorfidyll dar, das die besten Voraussetzungen für ein Freilichtmuseum hatte. Diese Chance wurde verpasst. Lange bevor sich die Windmühlen in Schwannewede, Utlede und Aschwaden drehten, kamen die Mahlgäste aus der Umgebung zahlreich nach Mainburg. Die Mühlbeke führte auch bei extremer Trockenheit genügend Wasser zum Betreiben der Mahlgänge. Es darf angenommen werden, dass die erste Kornmühle schon bald nach der Gründung der Mainburg errichtet wurde. Bis 1968 wurde hier das Korn gemahlen. Danach erwarb der Landkreis Osterholz Teich, Staurecht und Mühlengebäude. Einige Einblicke in die Technik dieser historischen Wassermühle. Die Mainburger Wassermühle hat ein mittelschlächtiges Wasserrad. Das über das Gerinnel geführte Wasser fällt von oben in die Schaufeln und dreht das Rad vorwärts. Die Achse des Mühlrades leitet die Drehbewegung ins Mühlgebäude. Im Getriebekeller geschieht die Umsetzung der Drehkraft über ein Kegelradgetriebe und einen Riemenvorgelege auf die Haupttransmissionswelle. Über diese durch das ganze Mühlgebäude verlaufende Welle werden alle vier Mahlspindeln, die Riemenantriebe für Korn- und Mehlelevatoren sowie der Mehlmischer und die Schälmaschine angetrieben. Früher gab es noch eine Riemenscheibe nach draußen, mit der man eine Dreschmaschine auf der Tenne des nebenstehenden Bodenhauses antrieb.
Die Sackwinde wurde von der Transmissionswelle über eine Kupplung angetrieben. Ja, Herr Böttcher, Sie haben ja nun viele Ämter ausgeübt in Ihrem Leben. Was war denn das Schönste? Da reichen die 2 Minuten nicht mehr, die wir haben, oder wie? Doch, das Schönste ist das, was mit dem Fußballverein zusammenhängt. Also Fußball ist ja mein Hobby und das mache ich gerne und habe ich auch bisher immer am liebsten gemacht. In der Politik bin ich viele Jahre gewesen, da bin ich mal so Hals über Kopf reingekommen. An einem Tag vor meinem 30. Geburtstag wurde ich gewählt und dann habe ich da 38 Jahre mitgemacht. Und dann kriegt man ja viel zu hören und zu sehen. Aber da gibt es auch mal schöne Tage, aber manchmal auch ärgerliche. Aber die gibt es doch auf dem Fußballfeld auch, oder nicht? Wenn der heißgeliebte Verein nicht so will. Nee. Ja, dann muss man sich mit dem Gegner freuen. Der hat dann ja gewonnen, ne? Ja, das können Sie. Bei mir hört es da auf. Wenn ich als Sprecher aktiv bin, dann muss ich ja versuchen, neutral zu sein. Und dann hilft das ja nicht, ne? Genau. Herr Müller, was gibt es bei Ihnen Neues? Steht ein neuer Film an? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal wieder zur Kamera greife und einen neuen Film drehen werde. Ideen gibt es dazu schon, aber ich möchte da noch nichts Konkretes zu sagen. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich habe noch ein paar andere Projekte, die ich zu der Zeit noch bearbeiten muss. Und dann wird es bestimmt irgendwann mal wieder die Zeit geben, etwas Neues zu machen. Und vielleicht sehen wir uns hier mal wieder. Ja, gerne. Und bei Müller, das wollen wir den Zuschauern auch noch verraten, Sie hätten es eigentlich wissen müssen. Ja, ich hätte es eigentlich wissen müssen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, liebe Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, das freut uns ganz besonders. Und wenn Sie wieder dabei sein möchten, am 18. Mai um 20.15 Uhr, da flimmert und rauscht es nicht bei Ihnen im Fernsehen, sondern da sind wir wieder auf Sendung. Alles Gute wünscht Ihnen das Team von Flimmern und Rauschen. Tschüss. Tschüss.